herzlich willkommen in der Ökonomie der Menschlichkeit. Wir haben wieder einen Impuls und da geht es sehr um das Fühlen, um das Wahrnehmen, MFL, morphisches Feld. Was immer das ist, wir haben heute den Urheber da, den Kurt, der hat das in die Welt gesetzt und sehr, sehr spannend einmal zu schauen. Kurt, was war denn deine Motivation oder wie hast du den Zugang gefunden? Was war der Ursprung von dem Ganzen? Erstmal hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Der Ursprung war, dass ich das bei einer Heilpraktikerin kennengelernt habe, was in der Art. Und das hat mich super fasziniert, wie man ganz gezielt einfach Informationen bekommen kann, die sonst nur so übers Bauchgefühl kommen. Und das war nur furchtbar kompliziert. Und ich bin jemand, der mag es einfach, weil wenn es nicht einfach ist, mache ich es selber nicht. Und ich gehe mal davon aus, wenn es ich nicht mache, dann machen es andere auch nicht. Oder manche lieben das ich nicht. So. Also war mein 2006 dann der Weg zu sagen, okay, wie können wir eine Methode entwickeln, die uns diesen Zugang zu diesem universellen Wissen, was wir alle haben, wir kennen es alle als Bauchgefühl, wir sind alle verbunden, wir kennen es als siebter Sinn, als und so weiter. Aber das gezielt zu nutzen, ja, also dass man nicht hier hocken muss und warten, kommt jetzt ein Impuls oder kommt eine Information, sondern dass ich sagen kann, okay, das ist meine Fragestellung, Antworten, die ich mir nicht ausdenken kann. Das ist nämlich ganz wichtig und das ist auch die Erfahrung bei der Arbeit mit dem morphischen Feld. Da kommen einfach Antworten, die gehen so weit über das Übliche hinaus und machen es dadurch uns einfacher, Entscheidungen zu treffen und natürlich dann auch zu handeln. Das war die erste Motivation zu sagen, okay, ich brauche da Unterstützung, ich brauche mehr Informationen. Ja, ich mache mal ein kurzes Beispiel. Die Frage ist oft, ja, ich habe eine neue Stelle angeboten, ist das die richtige für mich? Und dann sagt das Feld manchmal ja und nein. Und dann nicht, weil das Feld nicht weiß, ist es die richtige oder nicht, sondern es gibt zwei Aspekte. Und das Wichtige ist wirklich immer genau, die Kunst ist genau zu fragen. So, dann fragst du natürlich, okay, was spricht dafür, was ist das Ja? Dann sagt das Feld, ja, du machst endlich das Geld, was du schon immer haben willst und den Karrieresprung. Das ist genau dein Ding. Und dann fragst du natürlich, warum kommt auch ein Nein? Und dann kommt die Antwort aus dem Feld, das Betriebsklima ist extrem schlecht. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, kannst du erstmal so nicht ausdenken, ja, und du hast die wichtigsten Informationen, um diese Entscheidung treffen zu können. Und es ist dann wieder deins. Es fällt, die ganze Arbeit, die nimmt dir keine Verantwortung ab, keine Sorge. Du darfst immer selber entscheiden. Du kannst ja auch gegen die Antwort aus dem Feld entscheiden. MFL. Aber es ist halt leichter, je mehr was. Klar, MFL, wenn man jetzt sagt, was heißt das überhaupt und was ist das Feld, von dem du sprichst? MFL heißt morphisches Feld lesen. Das morphische Feld ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Medizin, aus der Entwicklungsbiologie. In den 1920er Jahren, letztes Jahrhundert, sind deutsche Embryologen auf die Idee gekommen, dass es nicht sein kann, dass in einem Spermium und einer Eizelle ein kompletter Bauplan für einen Mensch ist. Das fanden die einfach zu klein. Und da sind die schon auf die Idee gekommen, da muss doch einen anderen Zugang geben, wo diese Infos herkommen. Rupert Sheldrake hat es zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Haben vielleicht der eine oder andere schon gehört. Der unterteilt es in das morphische Feld an sich, das, was ich gerade gesprochen habe, wo die Informationen drin sind. Dann spricht er vom morphogenetischen Feld, wo die Entwicklungsbiologie drin ist. Und auch von der morphischen Resonanz, das heißt, wenn eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern einer Spezies, sage ich jetzt mal, das müssen nicht nur Menschen sein, sondern er hat klar viele Tierversuche gemacht, was gelernt haben, dann können es plötzlich alle. Wir kennen es, wie gesagt, als Bauchgefühl, als siebter Sinn, als kollektives Unbewusstes nach C.G. Jung. Steiner spricht vom Ätherleib, Akasha-Chronik. Meinen tun sie aus meiner Sicht alle dasselbe. Gedächtnis der Natur, sagen die Urvölker. Es gibt diesen Informationsspeicher, der ist nicht stofflich, deswegen ist es so schwierig, den benennen, ja, wenn wir was nicht greifen können, nicht sehen können, wir können es nicht schmecken, aber wir haben diese Ahnungen.
Und das ist eben die Kunst, sich darauf einzulassen und zu sagen, aha, es gibt mehr. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Es gibt mehr zwischen Kopf und Herz, nämlich noch eine andere Informationsquelle, wo Dinge kommen, die wir nicht wissen können. Mhm. Und die gezielt anzapfen, mit der arbeiten, das ist MFL, das ist die Idee dahinter. Erstmal, wie gesagt, in den Anfängen ging es mir nur darum, dass wir Informationen bekommen. Im Laufe der Zeit, als ich dann das den Leuten beibracht habe, die Methode, ist deutlich geworden, wie bestärkend das für die einzelnen Personen sind, weil die fangen an, wieder sich zu vertrauen, die fangen an, sich zu hören, ja, weil man weiß nicht genau, wie die Infos kommen, manchmal als Gefühl, manchmal als Wort, manchmal als Bild. Und da muss jeder quasi seins finden. Das heißt, es ist eine extreme Achtsamkeitsübung für sich, zu schauen, aha, wie ist denn überhaupt mein Zugang? Und dann geht es nur darum, Fragen zu lernen. Ja, wir interpretieren nicht, das ist auch ganz wichtig, ja, das tun wir eh den ganzen Tag, sondern wir können einfach immer fragen. Und wenn ich was nicht verstehe, so wie, ja, was heißt jetzt ja und nein, dann kann ich das Feld so lange fragen, bis ich alle Infos habe, bis ich es verstanden habe. Und das Feld wird auch nicht müde, uns alles wirklich genau zu erzählen, bis es halt für uns stimmt. Schön. Also wir haben besondere Unternehmer und wenn ich das richtig verstehe, ist oft auch so diese Wahrnehmung zu einem Thema, das man auch nicht erklären kann, aber man hat einfach das Gefühl, das ist jetzt der Weg und im Nachhinein sieht man dann, ja, es war da nicht. Also wo man eigentlich nicht analytisch strukturiert reingeht, sondern eben auch das Weibliche, wenn man so sagen kann, oder Kurt? Absolut, absolut. Also die Intuition wird ja per se mehr dem weiblichen Aspekt zugeordnet. Würde ich jetzt so nicht festlegen wollen, ob ich kenne super intuitive Männer, ich kenne super intuitive Frauen und ich kenne genauso auch das Gegenteil beider Geschlechter. Also das ist so, ich würde es nicht so verallgemeinern, aber natürlich ist es erstmal dieser Teil, der nicht greifbar ist, ja. Und da tun wir Männer uns mehr schwer, weil wir halt Zahlen, Daten, Fakten, ja, gibt es einen wissenschaftlichen Beleg, ja, dann tun wir uns leichter, weil dann kann man es irgendwie begründen. Weil so ein Bauchgefühl ist natürlich schwer zu begründen. Und gleichzeitig, das weiß ich aber aus meiner langen Erfahrung, die wirklich vielen guten Unternehmer machen Entscheidungen aus dem Bauch, trotz Zahlen und Daten und Fakten. Mhm. Weil es stimmig ist, weil wir es fühlen. Und ich glaube, es wird ja immer irrationaler. Und ich glaube, es geht ja auch einzulassen auf den Fluss, das jetzt wirklich auch zu akzeptieren. Also wir haben überhaupt eine ganz dynamische Veränderung. Und du schreibst ja auf der Internetseite, das Herz zeigt dir, wo es lang geht und dein Verstand, wie du dahin kommst. Das wären ja diese beiden Teile. Beide sind wichtig, aber die Intuition, die Grundkraft kommt eben nicht aus der Analytik, oder? Und genau darum geht es. Ne? Wir haben halt den Karren vor den Gaul gesperrt, ja, weil wir sind einfach, was das Mentale, das Geistige, Kognitive angeht, sind wir extrem entwickelt, ja, und das geht natürlich zu Lasten von einem anderen Teil, nämlich das Fühlen, das Wahrnehmen. Und die junge Generation, die jetzt kommt, bei der ist es anders, ja, wie auch immer haben die ein neues Betriebssystem, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Aber die vertrauen auf sich, die hören viel mehr auf sich. Und da tun wir Älteren uns manchmal viel schwerer. Ja, wie kann es sein, dass der nur 30 Stunden arbeiten will oder nur 25? Ja, so höher, weiter, schneller zählt irgendwann nicht mehr, weil es geht um Lebensqualität, es geht um Glücklichsein. Und da brauche ich irgendeine gute Wahrnehmung, da muss ich fühlen. Da kann ich halt dann auch rausfinden, wo kann ich denn meinen Mitarbeiter abholen? Ja, wenn der auf den Porsche als Geschäftswagen nicht reagiert, dann braucht es anscheinend was anderes. Ja, und da hilft mir natürlich jetzt diese Arbeit, weil ich in dem Rahmen, wo ich mit jemandem zu tun habe, darf ich Fragen stellen. Da kriege ich auch Antworten dazu. Und da kann ich mir das Leben natürlich schon deutlich leichter machen. Gerade auch mit den Mitarbeitern, aber auch mit Organisationsstrukturen. Warum läuft es an der Stelle nicht? Was brauchst du? Und so weiter und so weiter. Da kann ich mir das Leben wirklich sehr erleichtern. Und ich kriege immer eine Antwort. Wir sind ja dabei, eine neue Wirtschaft aufzubauen.
die nicht nur eine Bilanz macht, also nicht nur die ökonomische in Geld, sondern die menschliche und das als Symbiose in dem Sinn zu sehen. Ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, da in die Fragen hineinzugehen, weil wir gesagt haben, kurz, aber es ist jemand noch im Feld, Andreas Moreau, der hat uns ja verkuppelt. Andreas, du warst beim Monatsimpuls dabei, hast nur kurz was gesagt, bist aber, wenn ich so sagen darf, erschienen. Du arbeitest ja mit Unternehmen. Wie geht's dir da damit? Wie ist da die Resonanz? Wie offen sind die Unternehmer? Was ist so dein Business auf MFL bezogen? Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich eben auch zum Kurt gekommen bin und auch MFL kennenlernen habe dürfen, weil ich war immer so auf der Suche, weil ich ja lang, also Geschäftsführer kenne ich ja, weil ich lang Geschäftsführer war, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, da gibt es noch mehr. Und wie bringt man Teams zusammen, was einfach nicht greifbar ist. Und für mich ist gerade in der jetzigen Zeit, wo man merkt, die Energien, die Frequenzen erhöhen sich, diese Unsicherheiten werden immer mehr. Und was mir so wichtig war, die Menschen kommen ja mit anderen Befindlichkeiten, mit anderen Themen in die Firmen rein. Und wenn wer nicht gesehen wird, dann auf kurz oder lang geht er oder ist halt dieses innerlich Kündigen. Und ich glaube, das ist gerade jetzt an der Zeit ist, wieder drauf zu schauen, was brauche ich als Unternehmer und wie geht es mir und wie geht es an meine Mitarbeiter. Und da drauf zu schauen, dieses Menschliche wieder reinzubringen, zu schauen, was braucht gerade die Themen, die nicht greifbar sind, die nicht sichtbar sind, da dahinter zu schauen. Und das geht nicht vom Kopf her, sondern das ist etwas, was man, wie gesagt, im Feld, weil es hat ja das Unternehmen hat ein Feld, das Team hat ein Feld, jeder einzelne Mensch hat sein Feld. Und da drauf zu schauen, wie der Kurt eben schon richtig gesagt hat, das macht auf jeden Fall mehr Sinn jetzt, da wieder dahinter zu schauen, um einfach einen gemeinsamen Weg weiterzugehen. Und das ist gerade das mit dir verbunden, das Thema Menschlichkeit, wo einfach der Mensch wieder im Vordergrund steht. Und was ich auch merke, ist der Umgang mit nächsten Generationen. Wenn in Firmen zwei Generationen, teilweise sogar drei Generationen zusammenkommen, unterschiedliche Bedürfnisse da sind, wie schafft man es da, diesen Gleichklang wieder herzustellen und dieses Gleichwertige und Gleichgültige da wieder zu schaffen? Schön. Ich merke ja bei dir, Andreas, wenn man schon ein paar Mal austauscht, was ich so angenehm finde und was mich berührt, du bewertest nicht. Du bist Beobachter, du schilderst die Dinge, aber völlig neutral und das tut extrem gut. Und das sind, glaube ich, auch die Chancen, die drinnen liegen, weil was wir schon sehen, Mitglieder der Ökonomie der Menschlichkeit haben signifikant geht es auch mit Mitarbeitern besser. Die haben weniger Herausforderungen, Mitarbeiter zu kriegen. Ich glaube, ja, darum, weil es da um Wertschätzung geht, wir sind alle wichtig, auch die ganzen Lieferanten, ein Kreislauf. Wir merken halt einfach auch, dass teilweise sogar ein bisschen Angst haben, wenn ich jetzt so ein Logo da für die Ökonomie der Menschlichkeit, bin ich menschlich genug? Kurt, was liegt denn da dahinter, dass man oft sich erniedrigt in diese Richtung? Das Thema ist, oder das kommt einfach aus diesen alten patriarchalischen Hierarchiestrukturen und die funktionieren einfach nicht mehr. Heute muss eine gute Führungskraft muss auch sowas wie ein Coach sein. Also der muss auch mal hinhören, nicht zuhören, hinhören, was sagt mein Mitarbeiter überhaupt? Ja, weil dann das ist schon die halbe Miete. Im Regelfall sagen die uns ja, was sie brauchen oder was sie nicht wollen. Ja, aber wir hören halt nicht zu. Ja, und das ist so dieses, da beginnt die Menschlichkeit, dass jeder im Betrieb gleich wichtig ist. Und das ist für uns bei MFL einfach so der oberste Maßstab in unserer Ausbildung auch, es geht immer um die absolute Absichtslosigkeit. Weil ich weiß nicht, wo du hin musst. Ich habe genügend Werkzeuge, genügend Tools durch meine Erfahrung, durch meine Ausbildung, dass ich dich begleiten kann, egal wohin du gehst. Ich muss nicht wissen, wo du hin musst. Und dann ist, und da ist es eben notwendig, und das ist das, was der Andreas wirklich auch so schön verkörpert, dieses einfach dabei sein. Da sein, sehen, reflektieren und mitgehen. Und da kommen die besten Ergebnisse raus. Weil manchmal kannst du gar nicht so weit gehen, weil der halt nur ein bisschen braucht. Und das nächste Mal gehst du mit dem viel, viel weiter, wie du dir hättest erträumen können.
dass man überhaupt kommen kann, wenn man mal nur ins Gespräch kommt. Wunderbar. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Wir werden auch das verlinken, Andreas, zu dir. Und da geht es eben darum, jetzt kommt ein Unternehmen und sagt, ich bin in der Ökonomie der Menschlichkeit, ich bin am Weg und wir ermutigen uns gegenseitig. Aber es braucht auch Begleitungen, Unterstützungen und da sind wir am Schauen, welche die Werkzeuge können da helfen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass da MFL. Und danke, Kurt, dass du da deinem Ursprungsimpuls gefolgt bist und das in die Welt gesetzt hat. MFL ist ja schon ein Begriff, ist groß, ist bekannt, hört man öfter. Ja, und dass wir da jetzt auch in die Wirtschaft gehen damit. Unbedingt. Also weil ich komme ja selber, ich war ja 14 Jahre im Investmentbanker. Also es ist jetzt auch keine Welt, die ich nicht kenne. Aber es ist auch eine Welt, die total unmenschlich ist, weil es zählen nur die Zahlen, ja, und die Zahlen und die Zahlen. Und wer macht die Zahlen? Die Menschen. Und da das war für mich auch der Impuls, irgendwann zu sagen, ich habe von heute auf morgen aufgehört, weil ich das einfach, es war klar, das geht für mich nimmer. Und da wusste ich noch nicht genau, wo es hingeht. Der Himmel hat mich geführt, mein Herz hat mich geführt, wer auch immer. Und es ist was Gutes daraus entstanden und das darf auch so weitergehen. Ja, schön. Jetzt habe ich noch. Und es muss in die Wirtschaft. Es geht ums Menschliche. Ganz genau. Vielleicht abschließend, weil es hin und wieder ein Thema ist. Alles, was man nicht greifen kann, wird sehr schnell in irgendeine spirituelle oder esoterische Ecke gestellt, wo man denkt, wir vergeben uns enorme Chancen. Was ist da? Menschlichkeit ist ja Ursprung, das ist die Ganzheit. Was ist da passiert, dass wir da so schnell in der Wertung sind? Oder viele Menschen? Also, ich drehe es mal schnell um. Ja. Meiner Meinung nach sind wir alle hochspirituelle Wesen und müssen uns im Menschsein üben. Nämlich, dass das miteinander funktioniert, als geistige, spirituelle Wesen, was wir sowieso sind, ja. Da haben wir das nicht, was wir halt im Menschsein, in der Begrenzung durch das Menschsein haben. Und da müssen wir miteinander auskommen. In der geistigen Welt, wo alles flüchtig ist, ja, da gibt es das nicht, dass man da kollidiert. Ja? Wie soll das sein? Und für mich geht es wirklich um das Menschsein. Besser werden und nicht durch irgendwie Verbesserungstechniken, sondern sich das mehr und mehr bewusst zu werden, was für ein Geschenk es ist, Mensch zu sein. Ich sage auch manchmal ganz lässig, das Menschsein spielen, ja, weil das Paradies ist eh schon da, also dann können wir diesen Spielplatz ja auch gescheit nutzen für uns. Und dann können wir Wirtschaft spielen und dann können wir Workshop spielen und wir können Coaching spielen. Es ist nicht so bierernst und trotzdem ist es wichtig, ja. Aber das geht halt viel besser, wenn ich aus dem Herzen heraus den Menschen begegne, wenn nicht jeder, der mir begegnet, ein Feind ist, sondern wenn ich einfach sehe, okay, der ist das Gleiche wie ich. Ja, der hat ja gerade eine andere Aufgabenstellung, aber der Unterschied ist minimal. Und was, glaube ich, in der Zeit, wo viel rationalisiert wird, auch immer wesentlich wird, wir sind soziale Menschen, soziale Wesen. Wir brauchen Begegnung und wir sind, der seelisch-geistige Bereich ist eigentlich die Unterscheidung auch zur künstlichen Intelligenz, oder? Absolut, absolut. Und gerade die Kraft der Begegnung, wir haben es ja erlebt in der Pandemie, wie schwer das ist, wenn jeder zu Hause hockt, was mit uns Menschen auch macht, wie schwer das ist, allein zu sein, diese Einsamkeit. Wir sind soziale Wesen und ich bin ein totaler Fan davon, dass wir zusammenkommen und dass wir uns feiern, aber eben nicht online, sondern richtig. Ganz genau, die physische, wirkliche Begegnung werden wir nächste Woche zwar auch online mit Gerald Hütter einen Impuls, da geht es auch genau um Objekt-Subjekt-Begegnung. Und da helfen schon viele mit und es kann richtig gelingen, eine neue Wirtschaft schaffen, sind wir absolut überzeugt. Aber es geht um das Feld. Unbedingt. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ist jetzt noch ganz stark da. Bitte. Ein Einzelunternehmer sagt, ja, ich will eine andere Welt haben, aber was soll ich schon tun? Dieses morphische Feld, das gemeinsame Feld, das wirkt. Wieso nimmt dieser Einzelne nicht wahr? Weil wir haben in Österreich 300.000 Unternehmer. Wenn ich sage, 10% davon, ja, Lehmökonomie der Menschlichkeit, sie zeigen, sie sind 30.000. Wenn man da ein gemeinsames Feld aufbaut, das hat da eine riesige Kraft. Wieso sieht sie jeder isoliert betrachtet und sieht nicht, wie in der Natur auch, diese Symbiose, die gemeinsame Kraft? Das ist tatsächlich wieder diesem Patriarchat geschuldet.
Ja, die Männer müssen vorausgehen und vorausgehen. Und einer und dann und jeder, der mir begegnet, ist erstmal Konkurrenz. Ja, da muss ich erstmal checken. Ja, so kann ich mir wirklich mit, kann ich dem wirklich vertrauen? Und da kommt jetzt diese neue Zeit. Ich möchte nicht sagen, es kommt die weibliche Zeit, ja, es kommt das weibliche Prinzip, sondern es kommt die Gleichwertigkeit von weiblich und männlich. Das ist so wichtig. Also wieso sollen Frauen weniger wert sein wie Männer? Was ist das für ein brutaler Rassismus? Ja, also diese Dinge, dieses gleichwertig sein, das ist die neue Zeit. Und dann gelingt auch das, dann hört auch dieses Konkurrieren auf. Und natürlich kann der Wettbewerb uns auch beflügeln und anspornen, aber es muss ein gesunder Wettbewerb sein, kein zerstörerischer. Und da muss das Umdenken stattfinden, findet teilweise schon statt, aber ich gebe dir völlig recht, darf noch viel, viel mehr werden. Und Thema morphische Resonanz, haben wir diese kritische Masse erreicht, geht es auf alle über. Und damit haben wir natürlich einen Impact auf das Ganze. Schön. Lieber Kurt, lieber Andreas, vielen, vielen Dank für euer Wirken, für das Gemeinsame und schauen wir mal, was noch entstehen darf. Alles Gute euch. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Danke, Herr Berg. Ciao.